Einen schönen guten Abend, willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Ukraine gewinnt weiter Gebiete zurück. Meter um Meter kämpfen sich die Truppen vor allem im Süden weiter, während Wladimir Putin die Annexion ukrainischer Gebiete unterzeichnet. Im Studio analysiert Oberst Berthold Sandner. Redaktionsschluss. Der Wiener Zeitung wird das Budget gekürzt, weshalb sie künftig wohl nur noch monatlich erscheint. Die Regierung einigt sich auf eine Reform der Inseratenvergabe und der Medienförderung. Medienministerin Susanne Raab ist Gast im Studio. Gegen die Zeit arbeiten die Rettungskräfte nach dem schweren Wirbelsturm Ian in Florida. Es geht vor und zurück für beide Seiten im Krieg in der Ukraine. Aus Sicht Russlands hat es die völkerrechtswidrige Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donetsk heute nun auch formal abgeschlossen. Die EU hat wegen der russischen Handlungen nun ein 8. Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Und die Ukraine spricht wiederum von erheblichen Geländegewinnen. Nachdem man im September im Osten tausende Quadratkilometer von Russland zurückgewinnen konnte, zuletzt etwa auch die strategisch wichtige Stadt Liman, konzentrierten sich die ukrainischen Truppenvorstöße nun vor allem auf den Süden. Dutzende Ortschaften rund um Cherson konnten von Russland zurückerobert werden, Eva Pöcksteiner berichtet. Der Feind ist vertrieben, freuen sich diese ukrainischen Soldaten in Borowa, einer der soeben zurückeroberten Städte, und unterstreichen das mit symbolischen Aktionen. Auch in den anderen betroffenen Orten wird die ukrainische Flagge gehisst. Doch was das für den weiteren Verlauf des Krieges bedeutet, wird sich erst weisen. Die Gefechte haben jedenfalls bis jetzt schon viele Zerstörungen, Tote und Leid hinterlassen. Ich wünsche mir Frieden und Ruhe und am Leben bleiben zu können, sagt diese Frau. Der ukrainische Präsident ist jedenfalls mächtig stolz auf die jüngsten militärischen Erfolge. Die feindliche Armee verzeichnet herbe Verluste und es fragen sich immer mehr, ob Russland mit der Anzettelung dieses Krieges gegen die Ukraine nicht einen Fehler begangen hat. Doch Russland sieht das naturgemäß anders und droht, die Gebiete neuerlich zurückzuerobern. Und auch sonst setzt man deutliche Signale, um Macht zu demonstrieren. So wurde etwa das Atomkraftwerk Saporischschja unter russische Verwaltung gestellt. Und Russland hat nach Angaben aus Kiew erstmals Ziele nahe der ukrainischen Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. Eine Person wurde dabei verletzt. Darüber hinaus hat Putin die Annexion der 4 Provinzen per Gesetz besiegelt. Die Europäische Union verurteilt diesen Schritt heute auf das Schärfste. Putin hat durch Scheinreferenden auf illegale Weise internationale Grenzen verschoben. Und er benutzt seit langem Energie als Waffe. Die EU-Staaten haben sich auf ein weiteres Sanktionspaket geeinigt. Diese soll nun verstärkt Russen treffen, die bei den Scheinreferenden geholfen haben. Russland lässt sich davon jedoch nicht entmutigen und rekrutiert weiter Soldaten und bildet diese aus. Mit dem Nachschub scheint es jedoch nicht so wie gewünscht zu funktionieren, denn viele junge Männer versuchen zu entkommen. Präsident Wladimir Putin hat die Bedingungen heute gelockert und nimmt einige von der Einrückpflicht aus, wie er sagt, etwa Studenten. Diese Soldaten betrifft das jedoch nicht. Für sie heißt es Abschied nehmen von ihren Familien. Der Vater dieses Mädchens fährt weg in einen Krieg gegen die Ukraine, der in Russland aber als etwas anderes verkauft wird, als es ist. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Oberst Berthold Sandner vom österreichischen Bundesheer. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Tö. Herr Oberst, warum gelingt es den ukrainischen Truppen denn gerade jetzt den Russen, diese Geländegewinne abzutrotzen, nachdem man monatelang quasi Stillstand im Frontverlauf hatte? Nun, die Dynamik hat in den letzten Wochen extrem zugenommen. Begonnen hat das Ganze im Norden mit dieser Offensive rund um Kharkiv, während es im Süden eher noch ruhig geblieben ist, obwohl man dort ja eigentlich schon seit längerer Zeit von ukrainischer Seite versucht hat anzugreifen. Und jetzt haben sich offensichtlich diese langen Vorbereitungen, die man da auch im Süden getätigt hatte, nämlich
den Dnepr, die Brücken zu unterbrechen, die russische Logistik zu unterbinden, die russische Versorgung der Soldaten zu unterbinden, die russischen Kräfte abzunützen. Das hat sich jetzt offensichtlich von ukrainischer Sicht aus bezahlt gemacht. Und jetzt hat auch diese Offensive im Süden massiv an Schwung aufgenommen. Welche Fehler haben denn die Russen gemacht, dass die Ukraine hier offenbar so große Geländegewinne so schnell machen können? Nun, gerade wenn wir jetzt den Süden ansprechen, muss man es ganz klar sagen, aus einer militärstrategischen Beurteilung hätte man diesem Druck dort eigentlich nicht standhalten sollen, sondern hätte die Kräfte mit Sicherheit über den Dnepr in den Süden zurücknehmen müssen, weil eben die Gefahr bestand, genau dieses abgeschlossen werden. Es gibt nur drei wesentliche Übergänge über den Dnepr im Bereich Cherson und die liegen in der Reichweite der weitreichenden ukrainischen Artillerie, der HIMARS-Systeme. Und man hat es wirklich gut geschafft, diese Brücken, diese Übergänge immer wieder zu unterbrechen, den Russen zu verunmöglichen, zu versorgen. Es sind dort auch Kräfte, russische Kräfte, die sind dort seit 7 Monaten eingesetzt. Die Leute sind enttäuscht, die Leute sind müde, die Leute sind demoralisiert, die Versorgung ist schlecht und das hat sich jetzt sozusagen aus ukrainischer Sicht bezahlt gemacht und jetzt erntet man die Früchte dieser Tätigkeiten, dieses Erfolgs. Dieser Fluss der Dnepr ist ja strategisch besonders wichtig. Welche Bedeutung hat er? Zum Dnepr muss man mal dazu sagen, der ist dort bis zu 4 Kilometer breit. Also ein ganz wesentlicher Fluss und natürlich ein wesentliches Hindernis für beide Seiten. Einerseits ist es für die Ukrainer natürlich wichtig, die Russen über diesen Fluss zurückzuwerfen, um dann gegebenenfalls auch weiterzustoßen können. Auch die Gegend dort in den Bereich des Dnepr, von dort geht der Krim-Kanal weg, ein 400, 500 Kilometer langer Kanal, mit dem die ganze Krim-Halbinsel mit Wasser versorgt wird, ein sehr trockenes Gelände, und den die Ukrainer den Russen schon einmal von 2014 bis 2022 geschlossen haben. Daher auch für die Russen sehr wichtig, dass dort, also für beide Seiten eine sehr starke Linie und für die Ukrainer natürlich, wenn man dem folgt, was Präsident Zelensky fordert, jeder Zentimeter inklusive der Krim wird zurückerobert, wäre natürlich der Aspekt, die Russen zurückzuwerfen über den Dnepr und selber über den Dnepr zu kommen, um dann auch irgendwann weiter Richtung Krim ansetzen zu können, ganz wesentlich. Der Krieg geht jetzt in den ersten Winter. Welche Bedeutung haben denn Schnee und Kälte für den weiteren Kriegsverlauf? Welchen Einfluss wird das haben? Also der Winter hat sicher eine ganz entscheidende Bedeutung. Im Winter brauchen Kraftfahrzeuge, brauchen Panzer deutlich mehr Betriebsmittel, mehr Diesel. Soldaten brauchen zusätzliche Ausrüstung, Winterausrüstung, sie brauchen Brennmaterial, sie brauchen Heizmaterial. Es braucht mehr Verpflegung, mehr warmes Essen. Und man hat ja schon jetzt gesehen, dass die Logistik eine der größten Achillesfersen der Russen sind, dass genau das nicht funktioniert. Und hier ist insbesondere auf Seite der Russen anzunehmen, dass sich die Versorgungslage der russischen Truppen noch verschlechtern wird und damit auch die Moral der russischen Truppen noch verschlechtern wird, wenn es ihnen nicht gelingt, das in den Griff zu bekommen, wonach es nicht ausschaut. Die Probleme sind natürlich auch die gleichen für die ukrainischen Kräfte. Hier muss man aber sagen, die kämpfen auf eigenem Land, da wird die Bevölkerung unterstützen und haben auch bis jetzt die Versorgung ihrer Kräfte deutlich besser im Griff gehabt als die russischen Streitkräfte. Die russischen Streitkräfte bekommen Nachschub. Hunderttausende Menschen werden teilmobilisiert. In Russland zurzeit gerade ausgebildet an der Waffe. Welchen Unterschied wird das denn machen, wenn die ins Kriegsgeschehen eingreifen? Wird das den Krieg wesentlich ändern? Nein, mit Sicherheit nicht. Und wir wissen auch, es sind schon die ersten dieser Einberufenen an der Front in Spezialfunktionen. Es gibt schon die ersten Gefangengenommenen und es gibt auch schon die ersten Gefallenen. Also man sieht, dass man seitens Russland nicht sonderlich zimperlich ist und Leute auch sehr schnell dorthin schickt. Die Frage wird auch sein, wo bringt man in Russland Personal auf, um diese Einheiten zu formieren, um die auszubilden. All die Berichterstattungen, die man sieht, ist auch, dass man da relativ wenig Personal dafür hat, um diese Leute auf Vordermann zu bringen und in den Einsatz zu bringen. Also es ist nicht anzunehmen, dass der Kampfwert der russischen Kräfte deutlich steigen wird dadurch. Zumindest nicht zeitnah. Urs Hartner, vielen Dank für diese Einblicke und einen schönen Abend. Gerne, Herr Dürr. Und damit zur Innenpolitik. Es ist viel Geld, das jedes Jahr über Werbung und Inserate von öffentlichen Stellen in Medien fließt. Mehr als 200 Millionen Euro waren es in den vergangenen 4 Quartalen. Nach der ÖVP-Inseratenaffäre hat sich die Regierung eine Neuordnung des Systems vorgenommen und eine neue Medienförderung gleich mitbeschlossen. Die Wiener Zeitung verliert hingegen ihren wichtigsten Auftrag, die Pflichtveröffentlichung von Wirtschaftstreibenden und Behörden, und wird zu einem Monatstitel umgebaut. Patrick Ruska. Betriebsversammlung bei der Wiener Zeitung. Der Schock über das Ende der Tageszeitung, die in Zukunft nur mehr online und gedruckt nur mehr monatlich erscheinen soll, ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gesicht geschrieben. Ich befürchte, die Politik und die Geschäftsführung sind nicht wirklich beseelt von dieser journalistischen Idee.
Es kommt nicht überraschend, auch wenn man sich ein anderes Ende gewünscht hätte. Ich glaube, dass es auch andere Optionen gegeben hätte, wenn der Eigentümer sich darauf eingelassen hätte. Da sind jetzt sehr viele Hätte in diesen Sätzen drinnen. Faktum ist, der Eigentümer wollte sich von seinem Eigentum nicht trennen, auch wenn es de facto bedeutet, dass es möglicherweise oder wahrscheinlicherweise ein Sterben auf Raten bedeutet. Mehrere Kriege, Pandemien und Staatskrisen hat die älteste Tageszeitung der Welt, die erstmals 1703 als wienerisches Diarium erschienen ist, überlebt. Dennoch wird die Zeitung in seiner jetzigen Erscheinungsform abgeschafft und nur mehr online und als Monatszeitschrift weitergeführt. Die Wiener Zeitung, die im Eigentum der Republik steht, finanziert sich großteils durch die Veröffentlichung von Pflichtinseraten im Amtsblatt. Die fallen nun weg, eine Vorgabe der EU. Ein Modell der MitarbeiterInnen, wie man die Wiener Zeitung weiter als Tageszeitung führen kann, wurde von Seiten der Regierung ignoriert. Neben der Umstellung der Wiener Zeitung hat die Bundesregierung heute ein großes Medienpaket auf den Weg gebracht. Neu geregelt werden soll die Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen. Welche Inserate bei welchen Medien geschaltet werden, soll ab dem ersten Euro transparent gemacht werden. Die bisherige Bagatellgrenze von 5.000 Euro pro Quartal fällt. Außerdem will die Regierung die Strafhöhen für Nichtmeldungen oder falsche Meldungen von 20.000 Euro auf 60.000 Euro verdreifachen. Nicht kommen wird eine bundesweite Obergrenze für Inseratenschaltungen. Und das sorgt für Kritik, etwa vom Presseclub Concordia. Die Erfahrung lehrt uns, dass da doch einige Kampagnen geschalten worden sind, deren Sinnhaftigkeit man nicht nachvollziehen kann, die als, sagen wir es, böse Bestechungsgelder für Medien eingesetzt wurden oder als PR für einzelne Parteien. Und vor diesem historischen Hintergrund und vor dieser Erfahrung wäre ein Deckel sicher begrüßenswert. Die Grünen erklären den fehlenden Inseratendeckel heute so. Das ist kein qualitatives Kriterium. Und ich glaube, dass das qualitative Kriterium der Transparenz wesentlich wichtiger ist als die andere Frage. Und selbstverständlich gibt es natürlich einen Deckel, der lautet das Budget. Auch auf eine Erweiterung der Medienförderung hat sich Türkis-Grün geeinigt. 8 Millionen Euro bleiben an alter Presseförderung für Kaufzeitungen. Dazu kommen 20 Millionen Euro an Journalismusförderung für Print und Online. Geknüpft etwa an die Anzahl angestellter Journalisten nach Kollektivvertrag, die Anzahl von Auslandskorrespondentinnen und Rahmenbedingungen wie ein Redaktionsstatut. Was weiterhin bleibt, ist, dass die Medienförderung ein Fleckerlteppich ist. Wir haben ein Presseförderungsgesetz, wir haben ein neues Journalismusförderungsgesetz, wir haben ein Medientransformationsgesetz, wir haben ein Publizistikförderungsgesetz und dann noch verschiedene Gesetze für Privatradios und Fernsehen. Insofern ist hier der große Wurf aus unserer Sicht nicht da, aber es ist einmal gut, dass eine neue Förderung vorgestellt wurde, bei der der Journalismus im Mittelpunkt steht. Zurück zur Wiener Zeitung. Hier wollen sich die JournalistInnen noch nicht geschlagen geben. Dieser Kampf scheint aber längst verloren. Wir gehen jetzt nach Linz zu Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Liebe Grüße aus Linz. Frau Ministerin, Sie erhöhen die Transparenz bei den Inseraten. Die extrem hohen Inseratensummen, die öffentliche Stellen ausgeben, die reduzieren Sie aber nicht. Warum? Wir haben heute wirklich ein umfassendes Medienpaket vorgelegt, eine Medienreform. Und ja, im Zentrum steht die Verschärfung der Medientransparenzregeln. Ich will, dass jeder Euro, der von der öffentlichen Hand investiert wird im Bereich der Inserate der Medienkooperationen, lückenlos dargestellt wird und nachvollziehbar gemacht wird für die Gesellschaft. Wir haben diesen Ansatz gewählt, weil wir auch finden, dass ein Inserat per se nichts Anrüchiges ist. Es ist auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand, egal ob von Bund, Länder oder von Gemeinden, dass sie die Menschen informieren. Corona ist das beste Beispiel dafür. Aber es ist ganz klar, Steuergeld wird eingesetzt und daher wirklich die höchsten Anforderungen an die Transparenz, die wir heute an den Tag legen und in ein Gesetz gießen. Aber öffentliche Stellen vom Ministerium bis zur ausgegliederten Gesellschaft haben in den vergangenen 4 Quartalen um mindestens 209 Millionen Euro geworben. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr, weil wir gar nicht alle Fälle wissen. Das ist 10-mal mehr als die heute von Ihnen präsentierte Journalismusförderung. Stören Sie solch hohe Summen gar nicht? Also ich denke, dass man natürlich genau hinsehen muss, wo es ein konkretes Informationsbedürfnis gibt und wo eben nicht. Und das will ich ja mit der neuen gesetzlichen Regelung. Man muss ja künftig ab einer hohen Kampagnensumme auch ganz klar
darlegen mit einem öffentlichen Bericht, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Man muss Ziele definieren, man muss sagen, am Ende des Tages, ob man diese Ziele auch erreicht hat. Und das wird alles nachvollziehbar auch in Berichte gegossen. Das betrifft Bund, das betrifft Länder, Bundesländer und auch Gemeinden. Und ja, ich glaube, wenn man die Inseratenkosten betrachtet, gerade der letzten Jahre, dann hat man gesehen, dass beispielsweise bei Corona, aber wenn ich meinen Bereich nehme, auch im Bereich des Gewaltschutzes, es schon sehr wesentlich ist, dass man auch die Bevölkerung informiert, beispielsweise wo Frauen Schutz finden, wo sie anrufen können, wenn sie von häuslicher Gewalt bedroht sind, all das. Da gibt es ein legitimes Informationsbedürfnis, aber das muss man eben auch darlegen können als öffentliche Hand. Und das wird künftig verändert. Ein anderer Aspekt, der auch nicht geregelt wird, ist Inserate öffentlicher Stellen in Parteizeitungen. Die bleiben weiter erlaubt. Wenn etwa das Innenministerium im Magazin des ÖVP Niederösterreich Gemeindebundes weiter inseriert, hier etwa in der Juni-Ausgabe, müssen das alle Steuerzahlerinnen und Zahler zahlen. Alleine heuer nur in diesem Fall knapp 30.000 Euro vom Innenministerium an die ÖVP-Gemeindeorganisation in Niederösterreich. Halten Sie solche Fälle für sinnvoll? Also wie gesagt, ich glaube, man muss es halt künftig offenlegen, argumentieren, welche Zielgruppen man erreichen will. Ja, aber ich was glaube, hilft es denn, wenn die Steuerzahler wissen, dass die Politik sehr viel Geld für Inserate ausgibt, so wie Sie das jetzt sagen, sehr genau weiß, dass die Politik sehr viel Geld für Inserate ausgibt, aber am Ende diese Inserate weiter publiziert werden? Wir haben dann sehr, sehr viele Informationen zu sehr, sehr vielen Inseraten, aber am Ende ändert sich nichts. Naja, selbstverständlich. Also ich bin schon der Überzeugung, dass Transparenz immer was ändert. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn immer Steuergeld eingesetzt werden muss, es eine hundertprozentige Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Öffentlichkeit braucht. Deshalb tun wir das ja. Wir wollen wissen, wo ab dem ersten Euro, wo und wie dieses Geld investiert wird. Das ist mein Zugang, wenn es um Steuergeld geht. Und selbstverständlich ist es in der politischen Verantwortung von einzelnen Ressortchefs, also Ministern und Ministerinnen, aber genauso gut von Landeshauptleuten oder Bürgermeistern, dass sie dieser politischen Verantwortung auch nachkommen, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, nachschauen, wo ein Informationsbedürfnis gegeben ist, aber dementsprechend auch die Transparenzbestimmungen einhalten. Ich bin sehr, sehr wohl der Überzeugung, dass eine Verschärfung und ein Lückenschluss, wir schließen alle Lücken im jetzigen Transparenzgesetz, eine absolute Verbesserung der gesetzlichen Lage ist. Daher machen wir das auch. Und ich glaube, nach 10 Jahren Transparenzgesetz, wo sich niemand über eine Reform drüber getraut hat, ist das auch ein großer Wurf. Neu ist auch eine Journalismusförderung über 20 Millionen Euro pro Jahr. Die erhalten alle Medien, egal ob online oder print. Online-Medien müssen aber, das berichtet heute der Standard, 40 Millionen Zeichen pro Jahr publizieren, um diese Förderung zu bekommen. Jetzt habe ich heute nachgerechnet, die aktuelle Ausgabe des Spiegel hat ca. 600.000 Zeichen. Das heißt, selbst der Spiegel erreicht die Grenze von 40 Millionen Zeichen pro Jahr nicht. Was für einen Sinn macht denn so eine Regel? Ist das Ihr Bild eines Journalismus-Startups, das so große Textmengen publiziert? Die Kriterien, die wir jedenfalls eingezogen haben für ein Online-Medium, sind folgende, nämlich, dass sie 3 angestellte Journalistinnen und Journalisten haben, weil wir gerade bei den Online-Medien uns abgrenzen wollen von einfachen Blogs oder von einem YouTube-Channel. Wir wollen Medien fördern. Und das ist uns auch wichtig, dass wir hier künftig Online-Medien die Möglichkeit geben, das zu tun. Weitere Kriterien möchte ich auch gern sagen, dass wir ja jetzt in ein Begutachtungsverfahren gehen. Also das heißt, wir haben jetzt einige Wochen auch der Begutachtung, wo wir mit diesen Gesetzesentwürfen an die Öffentlichkeit geben. Da freue ich mich selbstverständlich über Rückmeldungen, wenn es da irgendetwas gibt, was auch aus Sicht der Branche einfach nicht schlüssig erscheint, dann werden wir gerne diese Anregungen aufnehmen. Das heißt, diese 40 Millionen sind nicht gesetzt? Wir haben festgelegt beim Online-Medium, dass es eine Zeitungsähnlichkeit aufweisen muss, ja, dass es 3 Redakteurinnen und Redakteure angestellt werden muss. Das sind die Kriterien, die wir festgelegt haben. Frau Ministerin, das ist die heutige Ausgabe der Wiener Zeitung. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gelesen? Also ich informiere mich natürlich breit als Medienministerin über die Zeitungsinhalte jeden Morgen. Ja. Natürlich habe ich auch ab und an die Wiener Zeitung gelesen. Ich bin davon überzeugt, dass es qualitativ gute Zeitung ist, die aber ein neues Geschäftsmodell braucht, das auch zukunftsfit ist. Ja? Und das tun wir jetzt. Die sogenannten Pflichtveröffentlichungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer werden abgeschafft. Das heißt, Unternehmer werden künftig nicht mehr verpflichtet, in der Wiener Zeitung im Printformat zu inserieren. Das spart 20 Millionen Euro den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und daher braucht es auch ein neues
Finanzierungsmodell und ein neues Geschäftsmodell für die Wiener Zeitung. Die Wiener Zeitung wird sich künftig fokussieren auch auf Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine Lücke, die wir in Österreich so noch nicht haben. Es wird ein Online-Medium sein, aber auch weiterhin mit Printveröffentlichungen als Monatszeitung. Das ist uns ganz wichtig, dass die unabhängige Redaktion auch erhalten bleibt. Naja, der Geschäftsführer hat bereits einen Personalabbau angekündigt vor der Belegschaft. Haben Sie eigentlich je versucht, die Tageszeitung, die einen sehr guten Ruf hat, vielleicht auch beliebt wäre bei möglichen Käufern, zu verkaufen und so vielleicht einen Weiterbestand der Tageszeitung zu sichern? Selbstverständlich hat es hier Gespräche in alle Richtungen gegeben, bereits die letzten Jahre, noch bevor ich als Medienministerin zu Beginn dieses Jahres angetreten bin. Man muss nur auch die Fakten kennen. Die Wiener Zeitung hat 8000 Leserinnen und Leser, hat insgesamt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umfang von 200. Sie können sich vorstellen, dass das betriebswirtschaftlich durchaus eine Herausforderung darstellt. Ich denke, es ist eine Chance für die Wiener Zeitung, dass man diese Traditionsmarke erhält und dass man aber auch in die Zukunft geht. Viele Zeitungen derzeit, viele Medien orientieren sich ja mehr am digitalen Markt. Ja, das ist die Herausforderung der jetzigen Zeit, dass man Medien transformiert ins digitale Zeitalter. Das machen private Medienhäuser laufend und als Staat, der sozusagen Eigentümer der Wiener Zeitung ist, wollen wir die Wiener Zeitung auch in diese Richtung transformieren und hoffen natürlich, dass dadurch auch mehr Leserinnen und Leser gibt, ja, und dass wir hier auch Chancen für die Wiener Zeitung eröffnen. Weiter sollen dort auch Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden in einer Firma, die zu 100% dem Staat gehört, mit direkter Weisungsbefugnis des Kanzleramtes. Die Redaktion der Wiener Zeitung war ja durch verfassungsgesetzliche Regelungen vom direkten politischen Einfluss geschützt. Bei einer Ausbildungsstätte ist das aber nicht der Fall. Ist es wirklich zukunftsweisend, dass in einer Firma, die dem Kanzler direkt unterstellt ist, Journalistinnen und Journalisten für österreichische Medien ausgebildet werden? Ja, aber selbstverständlich ist die Redaktion und die Lehrredaktion, die künftig dort sein soll, weiterhin hundertprozentig unabhängig. Na logisch, wir wollen ja, dass die Redaktion und die Unabhängigkeit weiter bestehen bleibt und dass die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, auch unabhängig in dieser Lehrredaktion arbeiten können. Ja, sicher. Und also ich möchte auch wirklich sagen, die Weiterbildung, aber eben auch die Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten, die ist in diesem Medienpaket ja im Zentrum. Sie brauchen sich ja nur die neue Journalismusförderung ansehen. Da gehen wir ja genau darauf, dass die Journalistinnen und Journalisten Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen journalistische Unabhängigkeit und Arbeit ermöglichen. Das steht im Zentrum, dass der Journalist und die Journalistin unterstützt wird dabei und dass auch Weiterbildung beispielsweise unterstützt wird in den Schulen, im Kampf gegen Fake News. Ich will, dass die Österreicherin und der Österreicher eine Medienvielfalt vorfindet an qualitativ gutwertigen Journalismus und Inhalten, auch im Kampf gegen Desinformation, dem wir derzeit ausgesetzt sind, immer mehr. Sagt Medienministerin Susanne Raab in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet und gekürzt haben. Die Langfassung, in der ich Sie auch zum weiteren Vorgehen bei den Rundfunkgebühren gefragt habe, können Sie in der TVT sehen und im ZIP2-Podcast hören. Und damit in die USA. Heute vor einer Woche hat der Hurricane Ian erstmals das Festland der USA getroffen. Der Wirbelsturm hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern erreicht, Wohngebiete niedergewalzt, Boote hunderte Meter weit geschleudert und Brücken völlig zerstört. Mehr als 100 Todesopfer zählen die Behörden bisher. Aber es wird befürchtet, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Denn die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalten sich im Katastrophengebiet äußerst schwierig. Aus den USA, Inka Pi. Kilometerlange Küstenstreifen und zehntausende Häuser hat Ian, einer der heftigsten Hurricanes, der je das US-Festland getroffen hat, völlig zerstört. Jennifer Brown ist Teil des Teams, das seit Tagen Leichen bergen muss. Heute hat sie glücklicherweise erstmals keine gefunden. Es ist ein guter Tag. Wir wollen natürlich Überlebende retten. Und wenn wir keine Toten finden, ist das gut. Ganze Ortschaften an der Südwestküste Floridas stehen noch immer unter Wasser. Zu tausenden Menschen konnte bisher kein Kontakt hergestellt werden, weil das Handynetz zusammengebrochen ist. Tonya erreicht ihren Vater seit Tagen nicht. Ob er noch am Leben ist, weiß sie nicht. I don't even know if he's alive.
Hunderte Menschen konnten gerettet werden. Wie viele Tote der Hurrikan und die schwere Sturmflut gefordert haben, können die Behörden aktuell noch nicht einschätzen. Bis wir die Trümmer durchsucht haben, wissen wir nicht, wie hoch die Opferzahl genau sein wird. 300.000 Menschen haben noch immer keinen Strom und bis die Reparaturen abgeschlossen sind, wird es Monate dauern. Sauberes Trinkwasser gibt es kaum. Die vielen Menschen, die jetzt obdachlos sind, müssen mit Wasser, Kleidung und Lebensmitteln versorgt werden. Denn es kommt bereits zu Plündereien, warnt der Sheriff. Ich werde das nicht tolerieren. Diese Region ist extrem verwüstet, aber wir werden als Team zusammenarbeiten, wie eine Familie, und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Vor kurzem ist auch US-Präsident Joe Biden in Florida angekommen. Die Lage ist so dramatisch, dass der US-Präsident mit einem seiner politischen Erzfeinde, dem republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zusammenarbeitet. Seite an Seite koordinieren sie jetzt das Katastrophenmanagement. Wir haben nur einen Job. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Menschen in Florida alles für den Wiederaufbau bekommen. Doch das wird Jahre dauern und Milliarden kosten, sagt der US-Präsident, denn viele Menschen stehen vor dem Nichts. Und damit in die USA. Heute vor einer Woche hat der Hurrikan Ian erstmals das Festland der USA getroffen. Der Wirbelsturm hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern erreicht, Wohngebiete niedergewalzt, Boote hunderte Meter weit geschleudert und Brücken völlig zerstört. Mehr als 100 Todesopfer zählen die Behörden bisher. Aber es wird befürchtet, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Denn die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalten sich im Katastrophengebiet äußerst schwierig. Aus den USA, Inka Pi. Kilometerlange Küstenstreifen und zehntausende Häuser hat Ian, einer der heftigsten Hurrikans, der je das US-Festland getroffen hat, völlig zerstört. Jennifer Brown ist Teil des Teams, das seit Tagen Leichen bergen muss. Heute hat sie glücklicherweise erstmals keine gefunden. Es ist ein guter Tag. Wir wollen natürlich Überlebende retten. Und wenn wir keine Toten finden, ist das gut. Ganze Ortschaften an der Südwestküste Floridas stehen noch immer unter Wasser. Zu tausenden Menschen konnte bisher kein Kontakt hergestellt werden, weil das Handynetz zusammengebrochen ist. Tonya erreicht ihren Vater seit Tagen nicht. Ob er noch am Leben ist, weiß sie nicht. I don't even know if he's alive. Hunderte Menschen konnten gerettet werden. Wie viele Tote der Hurrikan und die schwere Sturmflut gefordert haben, können die Behörden aktuell noch nicht einschätzen. Bis wir die Trümmer durchsucht haben, wissen wir nicht, wie hoch die Opferzahl genau sein wird. 300.000 Menschen haben noch immer keinen Strom und bis die Reparaturen abgeschlossen sind, wird es Monate dauern. Sauberes Trinkwasser gibt es kaum. Die vielen Menschen, die jetzt obdachlos sind, müssen mit Wasser, Kleidung und Lebensmitteln versorgt werden. Denn es kommt bereits zu Plündereien, warnt der Sheriff. Ich werde das nicht tolerieren. Diese Region ist extrem verwüstet, aber wir werden als Team zusammenarbeiten, wie eine Familie, und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Vor kurzem ist auch US-Präsident Joe Biden in Florida angekommen. Die Lage ist so dramatisch, dass der US-Präsident mit einem seiner politischen Erzfeinde, dem republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zusammenarbeitet. Seite an Seite koordinieren sie jetzt das Katastrophenmanagement. Wir haben nur einen Job. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Menschen in Florida alles für den Wiederaufbau bekommen. Doch das wird Jahre dauern und Milliarden kosten, sagt der US-Präsident, denn viele Menschen stehen vor dem Nichts. Damit müssen wir uns schon an dieser Stelle von allen verabschieden, die über Dreisat zugesehen haben. Alles Liebe aus Wien. Und wir haben jetzt noch weitere Meldungen des Tages im Überblick für Sie. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt stark an. 18.621 neue Fälle wurden seit gestern erfasst. Auch in den Spitälern liegen immer mehr Corona-Patienten. Mehr als 1.900 Menschen werden derzeit behandelt, um 132 mehr als gestern. Die spanische Hofreitschule wird künftig von Alfred Hudler geleitet. Der bisherige Otterkringer Vorstand übernimmt die Traditionseinrichtung ab Dezember. Die derzeitige Chefin Sonja Klima kommt damit nicht mehr zum Zug. Ob sie sich erneut beworben hat, ist nicht bekannt.
Der Zusammenschluss erdölexportierender Staaten, OPEC Plus, will die Ölförderung kürzen. Ab November sollen 2 Millionen Fass täglich weniger gefördert werden. Dadurch wolle man den fallenden Ölpreisen entgegenwirken. Mit der Drosselung dürften auch die Preise an den Tankstellen wieder steigen. Hollywood-Star Alec Baldwin hat nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh eine außergerichtliche Einigung mit ihrer Familie erzielt. Der Witwer der Verstorbenen soll als Produzent den Western-Dreh weiterführen. Dadurch soll er einen Teil der Einnahmen des Films erhalten. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an 3 Forschende aus Dänemark und den USA. Sie werden für die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Molekülen ausgezeichnet. Die sogenannte Click-Chemie kommt unter anderem bei der Entwicklung von Medikamenten zum Einsatz. Ein anderer Nobelpreisträger des heurigen Jahres ging wegen seiner Auszeichnung baden, im wahrsten Sinne des Wortes. Biologiepreisträger Svante Paabo wurde von seinen Kollegen im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mit einem Bad im Wasserbecken gefeiert. Der österreichische Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger sollte also besser morgen eine Badehose in die Arbeit mitnehmen. Badewetter gibt's leider keines. Ein Hoch bleibt morgen im Alpenraum wetterbestimmend. Mit Wind aus West bis Süd kommt dabei warme und trockene Luft zu uns. Herbstliche Frühnebelfelder lösen sich morgen meist im Laufe des Vormittags auf und dann kommt verbreitet die Sonne durch. Es wird sehr mild, bis zu 25 Grad gibt es etwa im zunehmend windigen Osten Österreichs. Am Freitag ist es nach Nebelauflösung wieder sonnig und mild. Am Samstag ziehen von Deutschland her Regenwolken durch. Die Höchstwerte liegen meist noch um 20 Grad. Hier in ORF2 widmet sich nun im Anschluss Menschen und Mächte Engelbert Dollfuß. Im Juli 1934 wird er bei einem NS-Putschversuch im Bundeskanzleramt getötet. Dollfuß hat vor seinem Tod ein diktatorisches Regime aufgebaut und einen sozialdemokratischen Aufstand blutig niedergeschlagen. Von seinen Gegnern wurde er verteufelt, von seinen Anhängern als Märtyrer im Kampf gegen Hitler verehrt. Wie es um die Fakten bestellt ist, sehen Sie in einer neuen ORF-Doku jetzt gleich in Menschen und Mächte. In der ZIP-Nacht bei Stefan Lenglinger ist heute Christoph Tschochl, der Präsident des österreichischen Schachbundes, zur Affäre rund um Schachweltmeister Magnus Carlsen zu Gast um 23.50 Uhr in ORF1. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.